doing a new thing, making my heart sing, bringing color to this brand new day. It's never been clearer, you draw me nearer, you're always with me and you're here right now. My song, a melody, you're a perfect love for me. My heart is full of praise. Weiler, ich habe eine Idee. Weißt du, was ich mache? Du unterhältst dich mit dem Papagei jetzt. Ich hol dir eine Capri-Sonne. Okay, ich verspreche dir, dass ich jetzt eine Capri-Sonne hole. Und du wartest kurz auf mich. Okay? Bis gleich. Unterhalte dich mal mit dem Papagei. 6,5 Stunden später. Hier habe ich doch etwas für dich. Das, was ich dir versprochen habe. War das komisch, hier alleine zu bleiben, Weiler? Das ist so komisch, hier alleine zu bleiben. Aber ich habe es dir versprochen. Ich habe gesagt, ich hab dir das gebracht. Was ich versprochen habe, habe ich gehalten. Um ein Versprechen geht es heute auch. Ihr seht, Weiler war nicht so zufrieden mit dem Warten. Sie hat nämlich lange gewartet. Und genauso geht es heute in der Geschichte. Um Warten, aber vielmehr um ein Versprechen, was Gott uns gegeben hat durch seinen Sohn. Und das werden wir uns heute anschauen. Bis dahin, seid gespannt, aber jetzt wird erstmal gedanced und ich gehe mit Weiler tanzen. Bis dann. Superstar, oh, superstar, oh, superstar, oh. Jesus, du bist mein Superstar.
mit euch ein Spiel spielen. Dafür braucht ihr Papier, einen Stift und Klebestreifen. Jetzt malen wir Fuß- und Handabdrücke. Schon mal jemand etwas versprochen? Es gibt Versprechen, die werden nach dem Mittagessen erfüllt oder am Nachmittag, eine Woche später. Andere Versprechen erfüllen sich erst viele Wochen, Monate oder Jahre später. Aber eins ist sicher, auf ein Versprechen kann man sich verlassen. Das Wort steht. Kennt ihr das Sprichwort, versprochen ist versprochen und es wird nicht gebrochen? In der Bibel gibt es viele Versprechen, die Gott uns macht, auf die wir uns verlassen können. Ein Versprechen wurde schon viele, viele Jahre vor Jesus ausgesprochen und dann kam der Tag, an dem es endlich in Erfüllung ging. Schaut euch die Geschichte genauer an und versucht zu erkennen, um welches Versprechen es geht. Bis gleich. Geschichten aus der Bibel. Gott sendet den Heiligen Geist. Das sind die Apostel. Sie folgten Jesus während seiner Zeit auf der Erde. Bevor Jesus in den Himmel ging, sagte er ihnen, sie sollen in Jerusalem bleiben, bis Gott das Geschenk geschickt hat, das er versprochen hatte. See ya! Nachdem Jesus in den Himmel gegangen war, blieben die Apostel in Jerusalem gemeinsam mit den anderen Menschen, die an Jesus glaubten. Eines Tages trafen sie sich alle, als es ein Geräusch vom Himmel gab, wie ein mächtiger Sturm. Wow! Da erschien etwas, das aussah wie Flammen und setzte sich auf jeden von ihnen und jeder war mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Heilige Geist gab ihnen die Fähigkeit, in anderen Sprachen zu sprechen und so begannen sie zu reden. Zu dieser Zeit gab es in Jerusalem viele gläubige Juden aus allen Nationen. Sie hörten das laute Geräusch und kamen angerannt, um zu sehen, was los war. What's going on? Sie sahen, wie die Gläubigen in ihren eigenen Sprachen redeten und waren schockiert und erstaunt. Sie fragten, wie kann das sein? Diese Menschen kommen aus Galiläa und trotzdem hören wir sie in unserer eigenen Muttersprache über die wunderbaren Dinge sprechen, die Gott getan hat. Was kann das sein? Aber andere in der Menge glaubten nicht, dass es ein Wunder war und dachten, die Gläubigen würden sich nur seltsam benehmen. Dann trat Petrus vor und rief der Menge zu. Hey all you! Hört alle gut zu. Er sagte ihnen, dass sie sich nicht sonderbar benehmen, sondern dass das von Gott kam. Er erinnerte sie daran, dass Gott gesagt hatte, dass das passieren würde. Petrus erzählte ihnen, wie Jesus gekreuzigt wurde und wieder zum Leben auferweckt wurde, genau wie Gott es angekündigt hatte. Er sagte ihnen, dass Jesus jetzt im Himmel sei und dass Gott ihnen den Heiligen Geist gegeben hat, so wie er es versprochen hatte. Petrus' Worte veränderten das Denken und Fühlen der Menschen und sie fragten, Brüder, was sollen wir denn jetzt tun? Petrus sagte ihnen, jeder von euch muss seine Sünden bereuen und sich zu Gott wenden und sich im Namen Jesu taufen lassen, um von seinen Sünden befreit zu werden. Dann werdet ihr die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Wow! Petrus redete weiter zu der Menge und die Menschen, sie glaubten, was Petrus gesagt hatte und wurden getauft. 3000 Menschen wurden getauft und der Gemeinde hinzugefügt.
Dann haben alle Gläubigen auf die Worte der Apostel gehört und das, was sie gelernt haben, umgesetzt. Hey! Sie trafen sich in Freundschaft, teilten das Essen und beteten gemeinsam. Sie waren sehr erstaunt, dass die Apostel viele Wunder und Zeichen tun konnten. Alle Gläubige trafen sich an einem Ort und teilten alles, was sie hatten. Here you go, take this. Ah, thank you. Sie halfen den Bedürftigen. Here, this for you. Thank you. Sie beteten jeden Tag gemeinsam im Tempel, trafen sich in den Häusern zum gemeinsamen Essen und teilten alles mit großer Freude, während sie gemeinsam Gott lobten. So kamen jeden Tag mehr Menschen zu ihrer Gemeinschaft hinzu. Und, habt ihr das Versprechen erkannt? Was wurde den Menschen versprochen? Ein Auto? Nein. Ein glückliches Leben? Nein, auch das nicht. Es war der Heilige Geist. Wahrscheinlich hättet ihr euch lieber etwas anderes gewünscht, aber ich sage euch, ein besseres, versprochenes Geschenk gibt es nicht. Was ich euch jetzt sage, ist so wichtig, dass ihr mir ganz genau zuhören müsst. Kommt am besten mal ein bisschen hier nach vorne. Der Heilige Geist ist Gottes Geist. Er ist Gott selbst. Wow, oder? Ist das nicht großartig? Wisst ihr, am Anfang hatte nur Jesus den Heiligen Geist. Der Heilige Geist war die Verbindung zu seinem Vater im Himmel. Der Heilige Geist hat Jesus Kraft gegeben, Wunder zu tun. Der Heilige Geist hat Jesus die richtigen Worte gegeben. Der Heilige Geist in Jesus hat den Menschen die Liebe Gottes gezeigt. Der Heilige Geist hat Jesus vor seinem Tod getröstet. Der Heilige Geist war also die Superkraft Gottes in Jesus. Jesus versprach seinen Jüngern, auch ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Aber erst muss ich gehen, damit er kommen kann. Was für ein Versprechen, oder? Und so fuhr Jesus in den Himmel auf und ging zu seinem Vater zurück. Und eines Tages waren die Jünger zusammen und dann ging es los. Ein Brausen und ein Toben, Feuerzungen waren auf den Jüngern. Ihr habt es gerade in der Geschichte gesehen. Der Heilige Geist kam und die Superkraft Gottes erfüllte die Jünger. Jesus hat sein Versprechen erfüllt und das nennen wir Pfingsten. Die Jünger sprachen plötzlich in anderen Sprachen, sodass sie sich selber nicht verstehen konnten. Aber andere Menschen konnten sie verstehen und erfuhren dadurch von der Liebe Gottes. Petrus ging los und predigte ohne Angst vor den Menschen. Die Jünger taten viele Wunder und immer mehr Menschen kamen zum Glauben, denn sie erkannten, dass die Jünger es genauso wie Jesus machten. Die Leute wollten Gemeinschaft mit den Jüngern. Sie bildeten Kleingruppen, sie erzählten sich gute Geschichten, sie aßen miteinander. Viele Menschen wurden getauft und sie teilten ihr Hab und Gut miteinander. Auch heute ist Pfingsten. Auch heute dürfen wir uns auf Gottes Wort stellen, dass er und seinen Geist seine Superkraft geben möchte. Denn jeder, der ein Kind Gottes ist, der glaubt, dass Jesus Christus gestorben und wieder auferstanden ist, darf den Heiligen Geist als Geschenk Gottes bekommen. Der Heilige Geist in uns lässt uns spüren, dass wir nicht alleine sind. Jesus ist da. Der Heilige Geist in uns tröstet uns, wenn du dich allein fühlst. Der Heilige Geist macht dich stark, wenn du dich schwach fühlst. Der Heilige Geist gibt dir die Sicherheit, ich bin Gottes geliebtes Kind. Der Heilige Geist gibt dir den Mut, in deiner Klasse im Kindergarten von Jesus zu erzählen. Der Heilige Geist zeigt dir, für welche Menschen du beten kannst. Der Heilige Geist ist deine Verbindung zu Gott, der dich über alles liebt. Ihr seht, der Heilige Geist ist ein richtig tolles Versprechen. Aber er ist nicht nur ein Versprechen, sondern er ist auch die Erfüllung. Auch heute. Wir dürfen auch heute Gott bitten, uns den Heiligen Geist zu schenken. Und wenn du willst, dann lege jetzt deine Hand auf dein Herz und sprich mit mir zusammen das Gebet, das ich jetzt spreche. Okay, seid ihr bereit? Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich mich auf dein Wort verlassen kann. Durch den Glauben an Jesus Christus bin ich dein Kind. Ich bitte dich, schenk mir deinen Heiligen Geist, erfülle mein Herz. Ich will mit göttlicher Superkraft unterwegs sein und dich und deinen Namen groß machen. Amen. Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Ich habe nämlich ein ganz einfaches Bastel-Tutorial. Viel Spaß beim Nachmachen. Heute werde ich mit euch eine Raupe basteln. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ihr braucht jetzt ein Blatt Papier, eine
eine Schere, ein Bleistift, ein Lineal und ein Buntstift. Die Farbe könnt ihr selbst entscheiden. Und ihr braucht zwei Wackelaugen, also zwei kleine Wackelaugen. Ihr müsst jetzt Linien zeichnen. 2,5 cm breit und 17 cm lang. Ihr habt jetzt euer Streifen. Jetzt könnt ihr das mit eurer Farbe anmalen. Jetzt wird geschnibbelt. Nach dem Schnibbel soll euer Streifen so aussehen. Jetzt müsst ihr euer Streifen in die Mitte knicken. Dann müsst ihr es wieder aufklappen und dann die Enden in die Mitte knicken. Das ist die untere und dann die obere. Dann wird nochmal geknickt. Dann müsst ihr das nochmal so knicken. Jetzt werden die Ecken rund geschnitten. Dann aufklappen. Wenn ihr die Ecken rund geschnitten habt, dann sieht es so aus. Jetzt werden wir die Wackelaugen aufkleben. Meine Raupe hat jetzt richtig schöne Kulleraugen. Jetzt muss ich noch den Mund zeichnen. Dann hat meine Raupe ein richtig süßes Gesicht. Jetzt bringen wir die Raupe zur Zähnlinie. Jetzt geht's endlich mal los. Ihr könnt mit eurer Raupe einen richtig coolen Wettlauf machen. Mit euren Freunden oder mit euren Geschwistern. Das macht richtig Spaß. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss und Gottes Segen. Wir sind hier in Südfrankreich, in Marseille. Eine Stadt, ein Land, wo die Sonne scheint und wir den Menschen weitergeben wollen, die Liebe Gottes, die in unserem Herzen ist. Ich bin hier mit Noah und Malia. Und wir haben gehört, dass ihr gerade einen super Bibelvers lernt. Und der steht geschrieben in Matthäus 28, Vers 19. Was steht da denn geschrieben? Wollen wir es denen zeigen? Kommt! Geht hin! Zu allen Völkern! Und macht die Menschen! Zu meinen Jüngern! Matthäus 28, Vers 19. Tschüss! So, redet doch als Familie über die Pfingstgeschichte. Wo braucht ihr den Heiligen Geist, die Superkraft Gottes? Viel Spaß und bis gleich.
Herr Jesus Christus, von ganzem Herzen danken wir dir dafür, dass heute Pfingsten ist, dass wir uns daran erinnern dürfen, dass du dein Versprechen wahrgemacht hast. Aber Jesus, es ist nicht nur das Versprechen, sondern es ist der Tag der Erfüllung auch heute für uns. Und so beten wir darum, dass du uns ausfüllst mit deinem Heiligen Geist. Jetzt auch gerade vor dem Bildschirm die Familien, Jesus, dass du ihre Herzen aufmachst und dass du ihnen deinen Heiligen Geist gibst, Jesus, dass wir wirklich mit deiner Superkraft unterwegs sind, anderen Menschen von dir erzählen, Jesus, deinen Namen groß machen in unserem Leben, damit andere Menschen dich noch mehr in uns erkennen. Danke, dass du unser guter Gott bist. Danke, dass du treu bist, dass du deine Versprechen wahrmachst, dass es auch heute noch gilt, Jesus. Wir stellen uns auf dein Wort und wir danken dir dafür, dass du der Herr und der Gott in unserem Leben bist. Amen. Hallo Hope Kids. Ich freue mich heute bei euch online live dabei zu sein und hoffe, dass es euch allen gut geht. Ich bin Ina, die Hope Kids Missionarin hier in Südthailand und möchte euch ein bisschen erzählen, was ich hier eigentlich mache. Das, was meine Hauptaufgabe hier ist, ist einfach Gottes Liebe weiterzugeben. Egal, was ich tue, in dem, wie ich rede, in dem, wie ich für andere Menschen bete, in dem, wie ich anderen Menschen hier und besonders auch Kindern und Familien helfe. Und so wie ihr vielleicht gemerkt habt, oh, wie cool ist das, dass Gott mich liebt hat und Jesus mich kennt, so wissen das hier viele Leute gar nicht. Und viele Kinder wissen das auch gar nicht. Und ich bin hier, um ihnen das zu erzählen und ihnen einfach diese Liebe weiterzugeben, die Gott für sie hat. Und ich habe auch gehört, dass ihr einen Bibelvers gelernt habt, der dazu passt. Wisst ihr noch, wie er geht? Genau, es fängt an mit geht. Nicht nur das, sondern es gibt sogar noch ein Wort davor. Denn es beginnt, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Wisst ihr noch die Bewegung? Okay, lasst sie uns zusammen machen. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Genau, das ist der Bibelvers. Gut merken. Gott segne euch. Ciao. So weiter. Das war eine coole Geschichte heute, ne? Ja. So, Weiler hat auf jeden Fall viel Spaß gehabt und sie ist ordentlich am Trinken. Sie gibt mir nichts ab. Das finde ich ja ein bisschen schade von dir. Aber ich wünsche euch viel Spaß, liebe Kids. Wir können uns später nochmal sehen und ansonsten auch könnt ihr uns schreiben. Ihr kennt das ganze Prinzip. Viel Spaß mit euren Eltern und habt einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss. Winkst du auch? Tschüss.